Moin, das ist Philipp, ich bin Franz. Wir beide sind von der Fachschaftsbildung der Leuphana Universität Lüneburg. Nach einer studentischen Idee haben wir im letzten Semester die Zukunftstage Bildung entwickelt. Auf dieser zweitägigen Veranstaltung, die wir pilothaft durchgeführt haben, haben wir versucht, gemeinsam mit dem Zukunftszentrum Lehrerbildung den traditionell existierenden Graben zwischen universitärer Ausbildung auf der einen Seite und beruflicher Praxis auf der anderen Seite zu überbrücken. Dazu haben wir Praxispartnerinnen aus verschiedenen Bildungsinstitutionen angesprochen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen über ihre Herausforderungen in den alltäglichen Praxen. Diese Herausforderungen, die sie dort haben, haben sie dann mit zu den Zukunftstagen Bildung gebracht, um sie dort gemeinsam mit Studenten zu diskutieren. Ja, ich finde toll, dass wir eben so in einer Gruppe auch mit Lehramtsstudenten und Bildungswissenschaftlern zusammenarbeiten, also ein bisschen interdisziplinär. Und dass wir eben die Experten hier vor Ort haben, die wir befragen können. Ich finde die Zukunftstage wahnsinnig wichtig, weil da ja wirklich einfach kritisch drüber nachgedacht wird, wie das Bildungssystem aufgebaut ist, wie man da vielleicht was verändern könnte, was für tatsächliche aktuelle Probleme es in einer bestimmten Schule gibt. Auf den Zukunftstagen haben dann Masterstudierende aus unterschiedlichen Studiengängen, von Bildungswissenschaften bis hin zu Lehramtsstudiengängen, an innovativen Lösungsmöglichkeiten für die Herausforderungen aus der Praxis gearbeitet. Zum einen ziehen die Studenten den Vorteil daraus, dass sie wirklich sich mit realen Situationen jetzt schon auseinandersetzen, mit denen sie später konfrontiert werden und einen Bezug sozusagen zur Arbeitswelt herstellen. Zum anderen profitieren aber auch ihre Praxispartner. Ich bin mit einem reellen Problem hierher gekommen und habe ein super engagiertes Seminar vorgefunden, das ganz tolle Lösungsansätze erarbeitet hat, welche wir Lehrer aus unserem beschränkten Blickwinkel und aus der Mühle heraus, in der wir stecken, so vielleicht in der Zeit nie gefunden hätten. Im nächsten Semester wollen wir möglichst vielen Studierenden ermöglichen, ihre individuelle Brücke über diesen Graben zu schlagen. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. Unbedingt.